das wirklich umsetzbar ist, die Bilder im Kopf zu haben, zu entwickeln und dann wirklich werden zu lassen. Das war aufregend. Ein richtiges Erlebnis, ja. Ja. Am Anfang war die Idee und was wir heute gesehen haben, war genau diese Idee in Bildern. Und das hätte ich nicht erwartet, dass das sich machen lässt. Ja. Mein Name ist Angela Janelli, ich bin Projektkoordinatorin von Frankfurt Jetzt und zu Frankfurt Jetzt gehört das Stadtlabor. Ich heiße Erika Diabreu Gonçalves, ich bin brasilianisch. Mein Interesse in Graffiti ist, dass wir im Museum und das Team zusammen mit Leuten arbeiten. Für mich ist Filme machen, da geht es um Perspektive. Und das ist einfach toll, wenn Leute, die sonst auch andere Sachen in ihrem Leben machen, außer jetzt nur Film, ihre Perspektive mal irgendwie einsetzen, um halt einen Film zu machen. Na gut, es ist natürlich sehr spannend, mal zu sehen, wie so ein Film überhaupt entsteht. Natürlich guckt man gerne gute Filme, aber mal zu sehen, wie ist denn da tatsächlich dieser Ablauf? Was muss man alles bedenken? Also da haben wir auch gemerkt, es war total spannend zu sehen, wie man eben einzelne Schritte gehen kann, um am Ende ein gutes Ergebnis auch zu haben. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn ein Dokumentarfilm? Das würde ich jetzt mal kurz so in den Raum stellen. Was ist ein Dokumentarfilm? Was nicht gestellt ist, sondern einfach, was sowieso passiert. Alltag. Welt. Eigentlich das Interessanteste an diesem Projekt war, dass man vielleicht so die alltägliche Erfahrung, die wir jetzt auch gerade am Main haben, dass man die umgearbeitet und konzentriert hat in einer Minute. Der Klang der Stadt. Vom Baby, das besungen wird, bis hin zum Platzkonzert im Palmengarten. Ich fand es eigentlich ganz spannend, wie das Projekt, wie die Zutaten sich ergeben haben, wie bei einem Gericht halt, dass jeder was dazu beigetragen hat. Tür. Also, ich habe so überlegt, so den Bauen, ja, die Baugeschichte. Es gibt halt so Industrietüren, es gibt Hightech-Türen, es gibt so Bürotüren, es gibt. Also, ich glaube, halt mit Türen, wenn man sich auf das Thema einlässt, mit der Tür zu erzählen, könnte mir vorstellen, dass das gut ist. Man hat wirklich an der Sache gearbeitet. Auch die anderen Teams haben sehr kritisch alles angeschaut und man hat tolles Feedback bekommen. Also in jedem Schritt hat man ja ein bisschen mitbekommen, wie eben die Ideenentwicklung und das Filmen und das Schneiden. Also von allem hat man ein bisschen was mitbekommen und gelernt. Ja. Ich kann Handkamera machen, Schulterkamera oder wie auch immer. Ich kann mich damit bewegen, ich kann jemand hinterherlaufen, ich kann vor jemand herlaufen. Von der Hand schwenken. Dadurch ist natürlich eine ganz offensichtliche Art, wie wir den Fokus auf bestimmte Sachen legen können und wie wir auch Sachen weglassen können. Also wir können auch aktiv sagen, das ist nicht wichtig. Und das ist dann gerade auch interessant, wenn ein Jogger vorbei rennt und uns geht es einfach um seine Beine. Gedanken einfach klar zu strukturieren und auf einen Punkt zu kommen und halt in Film umzusetzen, was ganz anderes ist, als wenn man so durch die Gegend läuft und seine Gedanken macht. Wir wollten doch ursprünglich nur Musik machen. Ja, genau. Ne? Instrumentenspieler. Aber das macht natürlich nicht die Stadt aus. Da gibt es ja auch Menschen und Alltagsgeräusche. Und die Kombination davon, das war dann das, wo wir richtig drauf gewartet sind. Ein bisschen länger stehen lassen. Immer ein bisschen länger, als du denkst, dass es nötig ist. Und dann sagst du Danke aus. Also danke auch. Also mir hat das Drehen am meisten Spaß gemacht. Auch selber mal ein bisschen auszuprobieren mit der Kamera, ein bisschen zu spielen, zu überlegen, wie kann man es am besten drehen. Wir haben uns gut verstanden im Team und für mich war es überraschend, dass alles wie am Schnürchen geklappt hat, also jeder seine Aufgabe erkannt hat
und die Sache praktisch reibungslos vonstatten ging. Komm mal hier. Also überraschenderweise gab es jedes Mal irgendwie auch neue Überraschungen, also von der Idee zu der ersten, so könnte man es machen, zu dem, so machen wir es jetzt wirklich und dann auch, so drehen wir es jetzt und dann so schneiden wir es. Also ich empfand eigentlich jede Stufe als etwas, wo ich Sachen passiert sind, die ich erwartet habe und Sachen passiert sind, die ich nicht erwartet habe. Es gibt einen ganz neuen Blick auf die Stadt. Wann beschäftige ich mich mit der Frage, wo bekomme ich einen Presslufthammer her? Oder wie kriege ich den bestaussehenden Straßenfeger in einem tollen Gefährt? Die Leute dafür zu gewinnen, mitzumachen, erst auf die Ablehnung zu stoßen und dann die Neugierde zu wecken. Letztendlich die Begeisterung zu sehen. Da waren Widerstände da, aber wir haben es gepackt. Das Ergebnis, ich denke, das spricht für sich. Der Drehtag, das war, fand ich, das Aufregendste. Weil man hatte viel vorbereitet und dann hatte man gar nicht die Vorstellung, wie soll man das jetzt in einem Film umsetzen. Und das war natürlich toll zu sehen, wie das dann vor Ort funktioniert. Vieles dann auch ganz spontan noch dazu kommt. Ich fand, dieser Filmtag selbst war natürlich am aufregendsten. Wenn ich jetzt sage, dann geht es einfach los. Der Film erzählt, wie kann Frankfurt sich wieder selbst ernähren oder wer ernährt sich in Frankfurt so selber? Und das ist eigentlich schön, das darzustellen und anderen Leuten an so einer einfachen Geschichte wie der grünen Soße zu zeigen. Ja, man kann sich auch selbst versorgen. Es gibt schon Leute, die es machen und es gibt Orte, an denen es möglich ist. Und es ist wichtig, dass es noch weiter wächst. Assoziation nachzudenken. Welche Bilder passen zu welchen? Da haben wir natürlich die Gestikulation nicht. Ah ja, das kennen wir. Der Salvatore erklärt hier die Welt. Man würde dann nach dem ersten Bild genau schreiben. Genau. Gesticulare, temperamente siciliane, capito, eh? Für mich war natürlich die Sache mit dem Rhythmus der Anordnung der einzelnen bewegten Bilder sehr interessant. Sein Tempo, boah, sehr schön. Sehr schnell. Das ist, ja, das war mir klar, dass das so kommt. Dass du den Spiegel da rein bist, hast dich. Hab ich euch gesagt. Genau, da ist man halt näher dran. Das finde ich eigentlich auch schön. Das ist die beste bis jetzt von den Laufbildern. So, unsere Amateurauffassung dann mit der professionellen Auffassung wiederum zu kreuzen, das war schon eine tolle Sache. Aktuell ist es da so, dadurch, dass wir diese Bilder haben, dass wir relativ schnell anfangen. Es gab ja eine Alternative mit dem Buben, der da mit dem Vogel sitzt. Also der Ober, ja. Das Stoßen und dann der Schwenk ins Bild. Ich erkenne in dem Film die Botschaft wieder, die ich mir ausgedacht habe. Ich denke, dass die Bilder eine eindeutige Sprache sprechen, dass auch ohne Text die Leute verstehen, um was es dann bei dem Film geht. Also ich halte ja Frankfurt für sehr vielfältig. Es ist eine sehr vielfältige Stadt und das haben wir, glaube ich, in dem Film zeigen können. Ja gut, ich denke, ich bin ein Teil von Frankfurt, ich lebe in Frankfurt und habe meinen Eindruck
mal aufgezeigt. Mehr nicht und nicht, auch nicht weniger. Da auch ein Framing Back. Ein Frame sind 25. Ein Frame. Eine Sekunde sind 25. Kann man hier noch ein bisschen wegnehmen? Ich meine, auch der Besen läuft zu lang. Also ich habe darüber nachgedacht und gedacht, ach, du kannst schon ein bisschen stolz sein. Das war Arbeit, aber irgendwo würdest du vielleicht mit Abstand dann da sehen und dein Produkt, Co-Produktion, sehen, davor stehen und sagen, boah, da bist du mit Verursacher. Das ist ein Gefühl, glaube ich, das werde ich auskosten. Making movies is a lot of work.